Hey Leute, heute zeige ich euch, wie ihr andere YouTuber auf eurem Kanal verlinken könnt. Dafür bin ich wie in allen Tutorials wieder auf meinem Kanal. Und um hier in das Bearbeitungsfenster zu kommen, müssen wir auch erstmal wieder den Kanal bearbeiten Modus. Dafür einfach hier auf Kanal anpassen klicken. Und übrigens, wie immer natürlich, wenn ihr meine Tutorials auch am Handy umsetzen wollt, müsst ihr über den Browser gehen, dort dann auf YouTube und dann die Desktop-Ansicht aktivieren. Dann sieht es genauso aus wie bei mir und ihr könnt die Tutorials genauso umsetzen. So, wenn wir jetzt hier drin sind im Bearbeiten-Modus, können wir hier neben Partner einfach auf diesen Stift klicken, Modul bearbeiten. Und dann seid ihr hier drin. Hier könnt ihr den Abschnitt dann noch benennen. Jetzt ist es weg, okay, auch gut. Ihr könnt den Abschnitt hier natürlich benennen, wie ihr wollt. Ich habe ihn zum Beispiel jetzt bei mir Partner, aber ihr könnt auch sowas schreiben wie Freunde oder andere Kanäle, wenn ihr nur eure eigenen Kanäle da verlinkt. Ich verlinke halt dort auch meine Partner und halt auch den eigenen Kanal. Und ja, da habt ihr erstmal hier die Links. Und wenn ihr jetzt einen Kanal dort verlinken wollt, dann nehmt ihr die Kanal-URL. Ich habe hier schon mal meinen anderen Kanal verlinkt. So, ich nehme die URL hier raus und jetzt hier einfügen. Dann drücke ich einfach hier auf Hinzufügen und dann ist der Kanal dort. Dann einfach noch auf Fertig klicken, was ich jetzt nicht mache, weil ich das ja nicht haben will. Aber dann auf Fertig und es ist gespeichert. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem kleinen Video weiterhelfen konnte. Wenn ja, gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Und wenn ihr neu seid, abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. So, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, Leute, und ciao.